forecast. There will be a lot of clouds around for tonight with occasional rain, especially later on. Tonight for about 42 in the city, it'll be in the upper 30s in most suburbs. Some rain will linger into the morning hours tomorrow, then bricks and further the rest of the way with clouds and pervasive sunshine. It could be a spotty shower in the afternoon, a high 49. The few are between 30s, most of the day, though. 7-4 and cold tomorrow night. High pressure building in. The rushing will get the wind to calm down too. And it looks like 100% of the season so far. 36 for rain. 36 for the suburbs into the studies. People wait all year for their sale. Call Renewal by Anderson before November 24th. 1-800-705-7100. 1-800-705-7100. That's 1-800-705-7100. Offer not available in all areas. Restrictions and conditions apply. Call for license information. Sponsored by Renewal by Anderson. Jennifer Kuiper is ready.
die mit optischen Teleskopen auch bei anderen Galaxien sehen. Mhm. Das heißt also, das ist eben so der ganz deutliche Hinweis, die sind da nicht besonders. Im Prinzip sieht es auch nicht viel anders aus als bei der Andromeda-Galaxie oder bei vielen anderen. Und ja, das Schöne ist eben, wir können das heute sehr ad hoc zeigen. Also müssen wir mal so ein bisschen praktischer zu machen. Also, da draußen ist so das Universum. Das ist ja bekanntlich ja hundertmaßen das ist. Und auch unsere Galaxie, also da wo wir jetzt hier drum herum wirbeln, in unserer kleinen Sonne, unserem Sonnensystem,